Demon Cycle von Peter Brett. Warum sollte man diese Bücher als Fantasy-Fan gelesen haben? Was macht sie so gut? Was macht sie so spannend? Was macht die Welt aus, den Plot, die Charaktere und das Magiesystem? Wenn euch diese Fragen interessieren, hier erfahrt ihr mehr drüber. Herzlich willkommen zu dieser Review. Ich möchte euch heute was über den Demon Cycle von Peter Brett erzählen. Die ersten beiden Bände, The Warded Man und The Desert Spear, seht ihr da neben mir. Auf Deutsch ist die Reihe im Heine Verlag erschienen zwischen 2009 und 2018. Die Titel auf Deutsch blende ich euch mal hier ein und würde euch natürlich immer empfehlen, die Bücher im Original zu lesen, dann seid ihr dem Übersetzer nicht so ausgeliefert. Ich habe die Bücher auf Englisch gelesen, also ich werde auch, wenn ich mich auf die Namen, Orte und so weiter beziehe, also benutze ich immer die englischen Wörter, und ich werde euch jetzt erstmal so eine kleine Overview über das ganze Ding geben, also eine kurze Summary des Inhalts, der Welt, kurze Einschätzung, und danach gehen wir ein bisschen in die Tiefe, schauen uns die Reihe nochmal im Detail an, den Plot, die Figuren und vor allem, was so ein bisschen mein Baby ist sozusagen, die Welt und das Magiesystem, wie gut die gelungen sind. Das interessiert mich eigentlich fast immer am meisten an so Fantasy-Büchern. Genau, also die Welt des Demon Cycle, das ist so eine Art postapokalyptisches Szenario. Die Menschheit ist auf ein technologisches Niveau des Mittelalters oder der Frührenaissance zurückgefallen, nachdem sie schon mal eine Hochzivilisation erreicht hatte, von der immer noch so erzählt wird. Aber der größte Teil des Wissens und der Technologie ist verloren gegangen, weil die Menschheit von vor einigen Jahrhunderten von Dämonen überrannt worden ist, die immer nachts aus der Erde aufsteigen und Jagd machen auf alles, was sich bewegt. Die Menschheit eben lange keine Waffen gegen diese Dämonen hatte, und das Einzige, was sie eben abwehren kann, sind Wards, also so Art geometrische Figuren oder Sigillen, die Dämonen zwar abwehren können, aber ihnen nicht wirklich schaden können. Also die Menschheit, die hat sich in so 5 Bastionen oder Forts zurückgezogen, die sehr stark gewordet sind, und es gibt außenrum oder zwischen diesen Forts noch so einzelne Dörfer, die eben auch so gut wie möglich eben gewordet sind, und eigentlich alles, was die Menschheit da noch zusammenhält, das sind eben so Handelskarawanen und so Botenreiter, also Messengers, die immer zusammen oder meistens zusammen mit einem Gaukler reisen, der den Leuten dann auch eben noch alte Geschichten erzählt, also versucht, die gemeinsame Erinnerung der Menschheit irgendwie am Leben zu halten. Also diese Gaukler und die Boten, die sind in dieser Welt auch sehr, sehr respektiert. Und genau. Und das Ganze setzt ein, als unser Protagonist, der heißt Arlan Bayles, ist so ein Bauernsohn aus so einem kleinen Dorf, als der eben noch ein Junge ist. Er wird auch sehr cool eingeführt. Also er ist so ein Sturkopf, der sich, der zum Beispiel als kleiner Junge eben, er hat so ein paar Bullies, die ihn immer drangsalieren, und er versteckt sich dann einfach mal einen Stock an einer Stelle, wo sie ihm immer auflauern, und verdrischt die. Im Grunde genommen bleibt er sich da auch die Serie über treu, weil er macht es dann auch mit der großen Problematik dieser Welt nicht wirklich anders. Und er muss eben zusehen, wie seine Mutter von Dämonen zerfleischt wird, und sein Vater kauert voller Angst hinter diesen Wards und traut sich nicht, ihr zu helfen, und daraufhin läuft er von zu Hause weg und schwört sich eben alles über Warding und über Kämpfen zu lernen, was es irgendwie zu lernen gibt, und dieser Dämonenplage irgendwie Herr zu werden. Es gibt eben auch so Legenden über einen Deliverer, der die Menschheit wieder befreien soll. Auf seinen Reisen lernt er einige andere Figuren kennen, die auch sehr wichtig werden für den Verlauf der Geschichte. Eine Heilerin, Gaukler und einen Art Stammesfürsten im Süden, in so einer, also in Fort Kersia. Das ist so eine, ja, vom Islam und oder von der arabischen Kultur inspirierte Zivilisation, die noch den Dämonenkampf betreibt, ja, also die jede Nacht gegen die Dämonen kämpfen und
versuchen, die so in so einen Irrgarten rein zu treiben oder hinein zu locken, wo sie dann die Dämonen immer auf speziell gewordeten Flächen einsperren, die sie dann abriegeln, sodass die Dämonen dann bei Sonnenaufgang nicht mehr fliehen können und von der Sonne verbrannt werden. Also dahin verschlägt sie ihn dann auch mal. Die Entwicklung, die dieser Besuch in Fort Cassia dann triggert letzten Endes, das ist dann auch Großteil der Handlung, der diese 6 Bände eben ausmacht. Ich mag die Serie sehr, sehr gerne, weil sie schon so ein bisschen eine klassische Coming-of-Age-Novel irgendwie ist. Also wir lernen die Protagonisten kennen, als sie noch sehr jung sind, aber es ist jetzt nicht so eine zahme Young-Adult-Fantasy-Geschichte, wo alles so ein bisschen harmlos und nett bleibt, sondern also es wird schon sehr, sehr grim. Also die Figuren erleben echte Traumata, machen dadurch auch sehr starke Entwicklungen durch. Man kriegt eben so ein bisschen das Gefühl, ja, das sind echte Menschen oder das könnten echte Menschen sein, die sich aufgrund dieser Erfahrungen eben so und so entwickeln, so und so verhalten würden. Also es ist, das finde ich vom Autor eben sehr, sehr schön gemacht. Alles in allem, also aufs Ganze gesehen, würde ich der Serie 7,5 von 10 Punkten geben. So, jetzt, nachdem wir den Überblick hinter uns haben, möchte ich noch so eine Teilanalyse ein bisschen von der Serie machen. Warnung an alle, die die Bücher noch nicht gelesen haben. Diese Tiefenanalyse ist Spoiler-heavy, also die ist in erster Linie für diejenigen gedacht, die die Bücher schon kennen. Also macht auch gar nicht wirklich Sinn, sie anzuschauen, wenn ihr die Bücher noch nicht kennt, weil ich mich einfach auf Dinge beziehen werde, die in den Büchern vorkommen. Ihr könnt natürlich auch gerne einfach den Ton ausschalten und es trotzdem laufen lassen, dass ich mehr Watchtime kriege. Aber ja, also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut euch jetzt diesen Teil des Videos erst an, wenn ihr die Bücher gelesen habt. Ich werde bei der Analyse jetzt vor allem auf 3 Aspekte eingehen. Einmal auf den Plot, dann auf die Charaktere und auf die Welt und das Magiesystem. Wozu ich nicht viel sagen werde, ist der Stil, also der Sprachstil der Bücher. Dazu werde ich immer nur was sagen, wenn es mir besonders gut oder besonders schlecht gefällt. In dem Fall ist es einfach so, es ist sehr, ich sag mal, sehr eingängig, sehr leicht geschrieben. Man kommt einfach durch die Sprache gut in die Bücher rein. Insofern fällt einem die Sprache gar nicht wirklich weiter auf. Das ging zumindest mir so. Und damit will ich es da auch gut sein lassen. Kommen wir mal zum Plot. Ja, also diese ganze Welt ist einfach so, dass sie einen von Anfang an reinzieht. Ja, also dieses Szenario, wie die Menschheit da sich hinter diesen Wards verkrochen hat, die Leute jede Nacht Angst haben, etc. Das ist einfach ein Szenario, das mich sehr abgeholt hat, das glaubhaft geschildert war. Ja, also man kann die Bedrängnis, in der die Menschen in dieser Welt sich befinden, man kann sich das einfach wirklich lebhaft vorstellen und umso mehr fiebert man dann auch mit, als sich dann eben Figuren wie Arlen oder Amman herausbilden, die der Menschheit zurück zu ihrer alten Stärke helfen wollen. Ja, also das finde ich ist sehr, sehr gut gemacht. Ich finde auch der liebevolle Detailreichtum, mit dem vor allem diese in Anführungszeichen arabisch-islamische Kultur von Fort Cassia präsentiert wird. Also es ist wirklich, wirklich beeindruckend, wie ja, detailreich, wie liebevoll der Autor das ausgestaltet hat. Also bis hin zu Webmustern, die benutzen, bis hin zu speziellen Kampfkünsten, die sie verwenden. Also das ist wirklich schon mal alles, was einem wirklich sehr für die Story einnimmt, finde ich, oder zumindest mich sehr für die Story eingenommen hat. Die Story ist nicht, also der Drive war für mich nicht immer derselbe. Also es gibt ein Band, in dem jetzt nur die Vorgeschichte von Amman und seiner Frau erzählt werden. Das war für mich so, fand, das hat eher eine Stockung reingebracht. Das hätte ich in dem Detailreichtum gar nicht so gebraucht. Also ich fand, die Bücher haben sich teilweise einfach von der Intensität des Leseflusses, den sie möglich gemacht haben, einfach
ja, sehr stark unterschieden. Ich wollte eigentlich immer wissen, wie geht's weiter, vor allem mit Arlen. Arlen war einfach meine Lieblingsfigur, und dann, dass es so teilweise in was ich als Seitenstränge wahrgenommen habe, ausmeandert ist. Das hat mich dann teilweise fast ein bisschen enttäuscht, aber ich bin definitiv gerne bis zum Ende dran geblieben. Ein Punkt, den ich an der Serie auch sehr mag, ist der, dass sie gute Villains hat. Also die Bösen sind interessant, weil, also zunächst mal sind ja die Dämonen eigentlich nur so im Grunde genommen gefährlichere Raubtiere halt, mit denen man nicht fertig wird als Mensch. Aber später lernen wir ja auch andere Dämonen kennen, ja, also so eine Art Dämonengeneral oder sowas, der ja sehr stark seine eigene Agenda hat. Wir lernen so quasi die Kultur in Anführungszeichen der Dämonen ein bisschen kennen, und es ist einfach spannend zu sehen, dass es für die Bösen einfach mehr so eine Art Interspecies, ich will nicht sagen Krieg, also sie sehen uns Menschen ja als mehr als Vieh, das sie irgendwie verwalten müssen. Und genau das, dass sie so quasi ihre eigenen Maßstäbe komplett auf uns projizieren, dass das auch dann sozusagen ihre Achillesferse ist, die Arlen und Amman ausnutzen können. Also das finde ich sehr, sehr spannend gemacht. Also es ist sozusagen nicht der alte Bösewicht, der einfach böse ist, weil er böse ist, sondern es ist einfach eine ganz komplett eigene Spezies von Wesen mit ihren eigenen Regeln, die halt einfach so ist und die uns halt blöderweise als Beute sieht. Also das finde ich eigentlich mal eine sehr, sehr coole, ich weiß nicht, ob man es als Neuerung bezeichnen kann, aber es ist auf jeden Fall ungewöhnlich für Fantasy-Literatur, finde ich. Also das ist auf jeden Fall ein sehr starker Punkt an dieser Reihe. Also was den Plot wirklich ja sehr stark ausmacht, was ihn sehr reizvoll macht, ist, dass die Charaktere, und damit komme ich zum nächsten Punkt, eben sehr, sehr gut miteinander in Beziehungen gesetzt sind. Also nicht nur sind sie jeder für sich super entwickelt, also von Leuten, also die noch als teilweise Kinder eben gezeichnet werden, mit ihren Schwächen, mit ihrer Unreife, mit Backstory Wounds, also sozusagen Macken, die sie einfach mitbringen in die Geschichte. Ja, wir lernen sie als noch sehr, sehr unfertige Figuren kennen, und sie machen also sehr, wie ich finde, sehr glaubwürdige Entwicklungen durch. Aber nein, auch ihr Verhältnis zueinander, das fand ich also toll gelöst. Also mit am besten gefallen hat mir eigentlich die Geschichte, dass Arlen und Amman am Anfang ja Waffenbrüder sind in Fort Cassia, und dann Amman auf Rat seiner Frau hin, nachdem Arlen die Krone und den Speer von Khaji, von diesem Vorzeithelden, gefunden hat, die Dämonen auch wirklich aktiv verletzen können, dass Amman ihn verrät und ihm diese Waffen wegnimmt und ihn zum Sterben in der Wüste zurücklässt, und dann die beiden trotzdem gezwungen sind, um ihr höheres Ziel zu erreichen, am Ende wieder zusammenzuarbeiten und auch sich gegenseitig für das respektieren müssen, was jeweils der andere geschafft hat. Das fand ich also wirklich eine sehr berührende Wendung der Dinge. Also ich find's auch toll, dass sozusagen der Story-Arc von Arlen jetzt nicht mit so einem billigen Happy End endet, wie man das vielleicht sonst bei so einer eher für ein Massenpublikum geschriebenen Fantasy-Reihe vielleicht erwarten möchte, sondern dass es wirklich brutal durchgezogen wird bis zum Ende. Also dieser Story-Arc des Erlösers, dass er sich halt sozusagen, um sein Erlösungswerk vollenden zu können, im Grunde genommen ja das ultimative Opfer bringen muss, dass er sterben muss, um die Menschheit befreien zu können. Also das lässt einen mit so mit diesem Gefühl von Wehmut und Schmerz auch aus der Geschichte scheiden, wie man das vielleicht auch
aus dem Herrn der Ringe kennt oder was, ja. Also bloß weil es eine gute Katastrophe gibt, also die Oi-Katastrophe, um ein Wort von Tolkien zu verwenden, muss das nicht heißen, dass am Ende alles eitel Sonnenschein ist. Und das macht der Peter Brett, finde ich, wahnsinnig gut, dass er ja einem die Konsequenzen der Entscheidungen seiner Charaktere wirklich, wirklich klar vor Augen führt. Ich fand es toll, diese beiden Heldenfiguren, Aman und Arlen, die so ganz anders sind, aber die man aufgrund ihrer unterschiedlichen kulturellen Prägung auch einfach ernst nehmen muss in dem, was sie, wie sie ihren Weg gehen. Ja, also Arlen, der die Menschen einfach zu inspirieren versucht, durch seine individuelle Leistung, der sagt, der Deliverer, der Erlöser ist nur eine Legende. Jeder einzelne von euch ist der Erlöser, wenn ihr anfangt, gegen die Dämonen zu kämpfen. Und Aman im Gegenteil, der sich die Krone des alten Erlösers, des Propheten aufsetzt und sagt, nein, ich bin der Deliverer, und der wirklich mit Autorität, mit Macht seine ganze Gesellschaft hinter sich vereint und dadurch halt eine unglaublich schlagkräftige Armee ins Leben ruft, um die Menschheit hinter sich zu vereinen und den Dämonen Dampf zu machen. Ja, also beide haben Gründe für das, was sie tun. Beide sind auch irgendwie beschränkt in dem, was sie tun. Also ich finde es auch irgendwie wahnsinnig cool, dass der Autor nicht so einfach ein Verdikt ausspricht, welcher von beiden jetzt der Bessere ist oder welcher Recht hat. Man kann irgendwie beide verstehen und respektieren. Und ja, also das finde ich einfach sehr, 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 sehr cool gelöst in dieser Reihe, das Verhältnis dieser beiden Figuren. Ja, jetzt zum letzten Punkt, zur Welt und zum Magiesystem. Das ist so ein bisschen das, wo ich so einen gewissen Beef mit der Serie habe, weil wir da einfach sehr viel vorgesetzt bekommen von dem Autor, was wir einfach fressen müssen und ja, und was man einfach nicht weiter hinterfragen darf, dass die Story funktioniert. Also das eine ist sozusagen die großen magischen Gegenpole sind der Erdkern, der Core und die Sonne. Ja, die Magie kommt aus dem Erdkern, die Dämonen kommen aus dem Erdkern und die Sonne brennt diese Magie jedes Mal weg. Und wir müssen einfach akzeptieren, dass es so ist. Es wird dafür keine Erklärung gegeben. Und ich finde es eigentlich sogar ein bisschen unbefriedigend, dieses Gegenverhältnis, weil, also ich meine, ich bin kein Physiker, aber ich meine, die Energie des Magma oder die Hitze im Erdkern ist ja auch nichts anderes, energetisch, jetzt physikalisch gesprochen, als die Energie, die in der Sonne irgendwie am Werk ist, soweit ich das verstehe. Und der Autor gibt uns nie irgendwie, ja, er gibt uns nie Informationen, dass das in seiner Welt irgendwie anders ist oder sowas. Das heißt, es ist so ein bisschen unbefriedigend, so ja, warum sind diese beiden Pole eben so entgegengesetzt? Ja. Das nächste, was ich so ein bisschen unbefriedigend finde, ist so, es wird einfach nie erklärt, was macht diese Wards eigentlich aus? Warum ist ein bestimmtes Muster in der Lage, Dämonen ja, abzuwehren? Oder wie wir dann später rausfinden, als Arlen die Angriffswards, die Offensive Wards findet, ja, was macht jetzt den Unterschied zwischen so einem passiven Verteidigungsward aus und so einem Angriffsward? Also warum gibt es Figuren in der Welt, Sigillen, Muster, die besser sind als andere? Ja, also das wird einfach, ja, wir müssen das einfach so hinnehmen, das ist irgendwie so, aber wir kriegen nie auch nur den Hauch einer Erklärung, warum es so ist. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn sich der Autor da so leicht macht. Ja, und ein letzter Punkt, den ich einfach so ein bisschen, also das ist in vielen Fantasy-Reihen natürlich so, dass der Held, der Protagonist immer der Erste ist, der auf was kommt, aber wo ich einfach sagen muss, ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass die Menschheit seit Jahrhunderten hinter diesen Wards irgendwie sich versteckt und Arlen der Erste ist, der draufkommt, sich diese Wards mal einzutätowieren. Ja, weil bei ihm sind es ja dann vor allem so Angriffswards, die er sich eintätowiert, um die Dämonen zu verprügeln. Aber ich denke mir, wenn ich einen Ward habe, der mein Haus schützt oder was auch immer, warum würde ich mir das dann nicht auf meine Haut eintätowieren, damit der Dämon meinen Körper nicht mehr angreifen kann? Ja, also das ist, glaube ich, eigentlich
mit so das Erste, auf das die Leute irgendwie kommen würden. Und da wird es ja auch schon ein defensiver Ward eigentlich tun. Ja, also das sind so ein paar Punkte, die ich ein bisschen kritisch fand, einfach nicht so gut durchdacht oder einfach so aus dem Hut gezaubert. Also das fand ich ein bisschen schade. Aber also auch wenn ich diese Punkte kritisch sehe, ist es doch so, dass diese Wards und diese ganze Kultur des Warding ja so gut eingefangen ist in dieser Welt. Also es wird so plastisch erzählt und auch also diese Wendung, dass Arlen dann eben der Warded Man wird, der sich eben diese ganzen Muster eintätowiert hat und dadurch so eine ikonische Gestalt wird, auch schon von seinem Look her. Also das ist so cool gemacht, dass einen das beim Lesen nicht wirklich stört. Also mich zumindest nicht. Bei mir sind diese Punkte auch erst eher aufgefallen, als ich dann aus der Rückschau über das Buch nachgedacht habe. Also die Welt ist super, super beschrieben. Das Magiesystem ist toll in sie eingebettet und drum ist es wirklich aufs Ganze gesehen ein wunderbares Leseerlebnis. Ja, das war's für dieses Mal. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wenn ihr Lust auf mehr habt, dann abonniert gerne den Kanal, lasst mir ein Like da und wir sehen uns zur nächsten Review.